Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Der NASA-Start des Jahres. Das SLS fliegt zum Mond. Mit dabei das erste Mal auch Europa. Ich hatte die große Ehre, bei Airbus in Bremen die Fertigung des European Service Modules zu bewundern und mit Menschen zu sprechen, die daran arbeiten und helfen, dass die Menschheit die nächsten großen Sprünge da draußen unternimmt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin hier in Bremen bei Airbus mit Marc Steckling. Hallo Marc. Hallo Mo, ich grüße dich. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Du sag mal Marc, was ist eigentlich deine Aufgabe hier bei Airbus? Ja du Mo, ich bin der Leiter des Bereichs Space Exploration und als solcher verantwortlich für alle Missionen von Airbus Defence and Space in den niedrigen Erdorbit, also in den LEO, und für alle Missionen zum Mond und Mars. Der Bereich umfasst so ungefähr 800 Mitarbeiter in drei Ländern, in Deutschland, in Frankreich und in England und insgesamt 5 Standorte. Bremen ist der Hauptsitz, daneben haben wir Friedrichshafen, Toulouse, Le Mureau und dann noch Stevenage in UK. Okay, also du hast schon angedeutet, Mond und Mars. Wir haben ja hinter uns Orion mit dem European Service Module, dem ESM. Das habe ich mir auch heute schon angucken dürfen. Also ich fühle mich sowieso als Europäer, aber ich bin auch extrem stolz, dass irgendwie dieses ESM von, ja, uns Europäern dabei gesteuert werden kann, weil das ist nicht so ganz so typisch, dass das passiert ist. Wird man da so ein bisschen auch wehmütig, also dass man denkt, auch Mensch, das was Tolles, dass wir Europäer da dabei sein dürfen? Absolut, ich glaube, das ist einmalig in der Geschichte, dass ein Modul, ein missionskritisches Modul aus Europa kommt für eine bemannte NASA-Mission. Mhm. Und das ist mit Sicherheit nicht selbstverständlich, was außergewöhnlich ist. Und ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, mit der fast 60-jährigen Erfahrung und Expertise, die wir im Bereich der bemannten Raumfahrt haben. Ich bin ja auch ein großer Fan tatsächlich vom ATV. Das war ja ein Transporter von der ESA, der die ISS mitversorgt hat, auch tatsächlich gereboost hat, also auch eine Fähigkeit, die ja hoch im Kurs steht. Und ich habe mir so ein bisschen sagen lassen, dass das ESM darauf auch ein bisschen aufbaut, beziehungsweise die Fähigkeiten, die man da mit entwickelt hat, dass man die auch wiederfinden kann hier im ESM. Was hat sich da eigentlich geändert oder was ist gleich? Amo, ganz genau. Das ESM hat furchtbar viel mit dem ATV zu tun. Wenn wir uns zurückerinnern, 2008 bis 2014 ist das ATV 5-mal gestartet worden und 5-mal geflogen worden. Und es hat das geschafft, was damals nahezu unmöglich war, nämlich komplett autonom und autark an der Raumstation anzudocken. Und selbst wenn du heute in den USA bist, ich war im April auf dem Symposium gewesen in Colorado, wenn du die Leute ansprichst, das ATV, da erinnert sich jeder dran. Also das war wirklich die herausragendste Mission, die von Europa tatsächlich gemanagt wurde. Und es war auch eins der Kriterien, weswegen Europa nachher für das ESM ausgesucht wurde, weil die Technologie tatsächlich im Orbit erprobt wurde und gezeigt hatte, dass sie halt über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen. Das ESM ist nicht ganz das ATV, also der Teil, der gerade das Docking anbetrifft, der Onboard-Computer anbetrifft, Guidance, Navigation, Control, die entsprechende Sensorik, ist nicht beim ESM verfügbar. Aber darüber hinaus hat es halt natürlich den Ressourcenanteil, das heißt, dass Sauerstoff, Wasser, die ganze Versorgung für die Astronauten durchgeführt wird. Mhm. Also von daher ist es ganz schön viel vom ATV im ESM drin, aber es ist nicht ganz gleich. Mhm. Und auch, also ja, das Docking und das Guiding ist auch super spannend, aber tatsächlich das ESM, das hält die Crew am Leben auf ihrer Mission. Also das heißt im Prinzip, das ist das Lebenserhaltungssystem für diese Mission. Und das ist also, finde ich super spannend und mega cool. Du hattest eben gesagt, 800 Leute. Was sind denn das hier für Leute? Sind das alles so Raumfahrt-Nerds wie ich? Oder, Ich würde fast dazu tendieren, ja zu sagen. Also wir sind hier am Standort ungefähr 400 Leute im Bereich Space Exploration. Und da unser Schwerpunkt natürlich Programmmanagement ist, hast du alles, was im Value Chain tatsächlich im Programm läuft. Du hast Programmmanagement, du hast Engineering, du hast den Bereich Fertigung, du hast Quality, du hast die ganzen Supportfunktionen wie Finance, Human Resources. Also all das, was du brauchst, um eine Firma operativ am Laufen zu halten. Aber das, was sie alle eint, glaube ich, und das ist das Besondere, ist die Begeisterung für Raumfahrt, Begeisterung für Luft und Raumfahrt. Und ich glaube, das ist das, was wirklich die Antriebsfeder der Leute ist, die hier bei Airbus arbeiten. ESM, ich habe 2 heute schon im Rheinraum gesehen. Das war das 3er und das 4er, also im Prinzip auch für Artemis 3 und Artemis 4. 1 und 2 sind schon in den USA, 1 sogar schon auf dem SLS, jetzt gerade wieder auf die Rampe geschoben. Wie viele
wollt ihr noch bauen oder wie viele sind schon bestellt? Also ESM ist ein fantastisches Programm. Wenn du mich so direkt fragst, würde ich sagen, wir sollten einfach damit weitermachen, weil es einfach ein tolles Programm ist. Aber um genau auf deine Frage einzugehen, eins ist tatsächlich jetzt auf dem Launchpad, 39B. Das zweite ist abgeliefert worden. Das dritte, hast du gerade im Rheinraum gesehen, wird das sein, was die erste Frau und den nächsten Mann dann zum Mond bringt. Und beauftragt sind 4, 5 und 6. Wir schreiben gerade ein Angebot für 7, 8 und 9. Und wir werden am 24.06. den Besuch von Senator Nelson haben, von dem NASA-Administrator. Und er möchte sich halt die Fertigung hier anschauen und drängt auch darauf, dass halt jährlich ein ESM in Zukunft fertiggestellt wird. Also das ist ein ganz schöner Druck dahinter und auch eine ganz schöne Erwartungshaltung. Die Mitarbeiter in der Fertigung haben ja auch gesagt, wegen in einem Jahr eins abzuliefern wäre überhaupt kein Problem. Also momentan ist es, muss es nicht so schnell sein, deshalb passiert es nicht unbedingt so schnell, aber theoretisch die Kapazitäten sind da und wirkt eigentlich eher so, als ob die Leute heiß drauf sind, das so schnell abzuliefern. Ja, spannend, dass der NASA-Administrator hierher kommt und wir hatten eben ja kurz das ATV angesprochen, hängt auch ganz groß in dem, im Rheinraum neben dem Bild von Orion mit ESM. Ich fand es super schade, dass es da irgendwie eigentlich nicht weiterging. So, also man könnte jetzt sagen, es ging ja weiter. Wir haben ja hier das ESM. Gibt es da so irgendwie eigentlich Spielereien vielleicht, dass man bei Airbus vielleicht so durchdenkt, naja, also wir haben jetzt hier diese Fähigkeiten mit dem Raumschiff und vielleicht die Dinger könnten wir damit auch tun, die so die allgemeine Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat, was man damit machen könnte. Absolut. Also am Ende geht es darum, dass man eine Strategie hat für die verschiedenen Bereiche, wo man hin möchte. Also im niedrigen Erdorbit, zum Mond, zum Mars. Und da haben wir eine Strategie natürlich für uns erstellt. Und Kernpunkt dieser Strategie ist natürlich, dass die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die wir haben, natürlich weiter zu nutzen. Also wir haben furchtbar viele Ideen. Gerade im niedrigen Erdorbit, Nachfolge der ISS, Post-ISS, SciHab ist eines der Module, die wir bauen wollen. 8 Meter im Durchmesser, fast 10 Meter hoch, wo man nachher bis zu 10 Astronauten tatsächlich unterbringen kann. Wir sind absolut davon überzeugt, dass eine Art Mondökonomie in Zukunft geben wird. Das heißt, es wird bemannte Flüge vom Mond zur Erde geben. Wir werden eine Infrastruktur haben, die vergleichbar ist mit der auf der Erde. Und das, was wir voranbringen wollen, ist, dass wir praktisch unsere Transportkapazitäten, die wir haben für ein großes europäisches Logistikmodul, also ein Länder auf dem Mond, weiter ausbauen. L3 ist der Name und da wird es ja jetzt auch eine Ausschreibung der ESA geben. Und natürlich darüber hinaus zum Mars, wenn man sich MSR anguckt, Mars Sample Return, da sind wir auch mit dem European Return Orbiter dran beteiligt, der zum ersten Mal in der Geschichte tatsächlich Bodenproben vom Mars zurück auf die Erde bringen wird. Super abgefahrene Mission, das ist auch eine meiner Lieblings-Science-Missionen in den nächsten Jahren. JUICE ist auch ein Airbus-Ding, bin ich auch super heiß drauf. Also es ist auch eine, ja, tatsächlich ein Leuchtturmprojekt. Also Sachen, die halt nicht passiert sind bisher und die man macht, sich traut und finde ich großartig. Und ich spreche auf meinem Kanal immer so ein bisschen von, ja, Apollo-Moment ist so ein bisschen doof, weil wir könnten es ja jetzt auch Artemis-Moment nennen oder so, aber es soll so für mich und auch die Community so ein bisschen greifbar machen, dass das, was wir uns Raumfahrtfans so, die vielleicht dann nicht mit dabei sind, so erträumen, dass, oh Mensch, wir wären so gern dabei gewesen, das passiert gerade. Diese ganzen Programme, die laufen jetzt gerade los oder sind in der Projektierung und man kann die praktisch riechen und man kann sich jetzt dafür begeistern, man kann jetzt in die Technik einsteigen und kann dann, wenn es dann soweit ist und diese Programme umgesetzt werden, kann man mitfiebern oder die Erfolge auch viel besser feiern, weil man weiß, was für ein Hassel das war oder wie sehr man geschwitzt hat, bis es da so weit kam. Also ganz genau. Ich glaube auch, wenn ESM-1 startet jetzt, irgendwann im August dann diesen Jahres, das wird ein großer Moment sein. Aber ich glaube, dieser richtige Apollo-Moment wird wahrscheinlich kommen, wenn es dann eine bemannte Mission ist, also mit ESM-2 dann. Und spätestens ESM-3, wenn man wieder auf dem Mond landet, ich glaube, dann wird man sagen, es gab Apollo, aber aktuell gibt es ESM. Und Orion und das Artemis-Programm. Also ich glaube schon, dass wir da an der Schwelle sind eines neuen Zeitalters. Ich denke auch, es gibt in Apollo 13, den Film habe ich unzählige Male mit, also geguckt, ich kann nicht mitsprechen oder so. Und da gibt es diese Szene, wo Jim Lovell von Tom Hanks gesprochen mit dem Daumen so den Mond verdeckt und so. Und im Prinzip dieser Drang, er will dahin oder so. Und ich glaube tatsächlich, also für die Raumfahrtfans ist sowieso das abgefahren. Dass man denkt, wir waren mal auf dem Mond. Aber auch für die breite Öffentlichkeit, wenn man dann das dann in den Nachrichten mitbekommt und dann zum Himmel schaut und den Mond anguckt und denkt, da sind jetzt gerade Menschen und die haben irgendwie wirklich die Erde verlassen. Das ist einfach für mich voll der abgefahrene Gedanke.
Ich muss gestehen, ich habe mich so ein bisschen gestalkt. Das macht mir heute im Prinzip, wenn man so die Social Media Kanäle sich anguckt und dann von wegen, was hast du vorher gemacht vor deinem Job jetzt hier? Und da ist mir eine Sache ins Auge gesprungen, und zwar, dass du Lean Management auch gemacht hast. Und das ist so ein Schlagwort, manche sagen auch Buzzword oder so von wegen, das wird oft verwendet oder so. Aber die Idee ist ja, ich glaube, es kommt aus der Softwarewelt, man macht Prozesse schlank und effektiver. Finde ich ein super spannendes Thema, und ich glaube, dass in vielen Themenbereichen, auch ich komme ja so im Schiffbau, Maschinenbau, war das ein wichtiges Thema, und es soll Projekte beschleunigen. Da fliegen Menschen mit. So, wie weit kann man in der bemannten Raumfahrt Lean machen, und was sind da die Kernpunkte vielleicht? Also stimmt, ich habe 4 Jahre Lead Management für Airbus Defence and Space geleitet, und das, was du sagst, Prozesse zu verschlanken, sich Prozesse anzugucken, was wirklich Value Add bringt und was nicht, ist eins der Teile von Lean. Aber wenn du mich fragen würdest, ob ich Lean, wie ich Lean in einem Satz zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, es ist eher eine Frage der Führungskultur. Mhm. Bei Lean steht der Mitarbeiter, der Mensch im Mittelpunkt. Das heißt, es ist auch das Selbstverständnis aller derjenigen, die die Menschen führen und das Privileg haben, Menschen zu führen, dass die Mitarbeiter nicht für einen selber da sind, sondern dass man selber für die Mitarbeiter da ist. Und das ist ein komplett anderes Verständnis. Also ich sehe meine Aufgabe darin, meine Mitarbeiter darin zu unterstützen, dass all die Probleme, die sie tagsüber haben und wo sie nicht weiterkommen, dass ich versuche, mit ihnen zusammen die zu lösen. Und das ist wirklich eine Frage der Führungskultur. Und am Ende aller Tage ist es auch die Frage der kontinuierlichen Verbesserung. Wenn wir immer sagen, wir müssen uns verbessern, dann stimmt das schon. Aber wenn ich mich hinstelle und versuche, für meine Mitarbeiter zu definieren, was sie besser machen, ich glaube, dann habe ich meinen Job nicht richtig verstanden. Mhm. Die Mitarbeiter wissen selber, was sie am besten machen können und was notwendig ist, um ihre Arbeit zu verbessern. Und es ist einfach mehr dieser Anspruch zu sagen, tut es in eurer tagtäglichen Arbeit, um einfach besser zu werden. Also ich glaube, Prozesse verschlanken ist eins der Themen, und am Ende wird man wesentlich effizienter, und es wirkt sich definitiv auf die Effizienz des Arbeitens aus. Aber der Gedanke dahinter ist wirklich, Mitarbeiter zu empowern, ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, das zu tun, was sie am besten können. Und das gute Resultat ist das Endergebnis davon. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf die bemannte Raumfahrt. Am Ende führt es zu Qualität. Und das ist das Einzige, was bei solcher Mission zählt. Weil wie du sagst, da sind Menschen an Bord, und am Ende aller Tage haben wir die Verantwortung, dass diese halt zum Mond und dann auch wieder sicher zurückkommen. Also es passt wunderbar zusammen, finde ich. Cool. Also ja, ist vielleicht, dass ich das ja vielleicht nicht richtig gelernt habe, dass für mich dann Lean immer war, von wegen, es geht irgendwie um Geschwindigkeit oder halt verschlanken und irgendwie effizienter zu sein, und dass da mitunter vielleicht eher was auf der Strecke bleibt, und da hat mir das vielleicht jemand falsch erklärt, und die Idee, die du mir im Prinzip nahe bringst, ist ja zu sagen, es ist eine Führungskultur, und es ist eine Art, Mitarbeiter zu ermöglichen, ihren Job zu machen und denen zu helfen, ihre Probleme aus dem Weg zu räumen, und dass das dazu führt, dass das gut funktioniert, weil die Leute, die das machen, erstens zufrieden sind mit ihrer Arbeit und auch genau wissen, was sie tun, und auch vielleicht keine Angst haben, Probleme, vor denen sie stehen, jemandem anders anzuvertrauen. Absolut. So. Transparenz ist absolute Notwendigkeit. Cool. Ich habe mich sehr gefreut gerade eben, als du so ein bisschen auch ins Schwärmen gekommen bist, von wegen, was in nächster Zeit passieren wird, und auch das von einer Industrie oder einem Umfeld um den Mond zum Beispiel sprichst, und von wegen, das, was an nächsten Schritten vielleicht so in der Luft liegt. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr aus den USA kommt und dass Europa da so ein bisschen zögerlich ist. Liegt es daran irgendwie, dass ich die falschen Kanäle konsumiere, oder dass ich mehr Arbeit machen müsste, um die europäische Raumfahrt heranzutreiben oder so? Oder ist es momentan tatsächlich so ein bisschen so, dass wir Europäer uns noch so ein bisschen zurückhalten, da auf diesen Zug Raumfahrt und nächstes Level Raumfahrt aufzuspringen? Also Mo, ich teile deine Einschätzung. Gerade wenn man in den USA ist, sieht man, was eigentlich Großes und Vieles passiert. Allerdings glaube ich auch, dass wir wahrscheinlich ganz gut sind, was die Inhalte anbetrifft und was die Technologien und die Missionen anbetrifft, aber nicht so ganz gut sind darin, das wirklich zu kommunizieren und auch rüberzubringen. Und ich glaube, also auch wir selber, und ich glaube einfach, dass Europa Kernkompetenzen hat, und ansonsten würden die USA auch niemals hierher kommen und ein ESM kaufen für eine Mission, für eine reine NASA-Mission, wie wir gesagt haben, das erste Mal in der Geschichte.
Also Europa hat eine Expertise über 60 Jahre. Und ich glaube, wir sollten nicht schüchtern sein, auch klare Visionen zu äußern und zu sagen, wo wir hinwollen. Und Visionen, ich glaube, daran mangelt es uns nicht. Wir müssen einfach mal tatsächlich klar kommunizieren und dann noch Fakten und Daten dahinter machen, um diese Mission auch umzusetzen. Natürlich ist es auch eine Frage des Geldes. Wenn man sich das Raumfahrtbudget in den USA anguckt, ich glaube, in der Exploration sind es 10,3 Milliarden. Die ESA als solches gibt 0,7 Milliarden aus, also sind schon Größenfaktoren dazwischen. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen uns nicht zu verstecken und das, was wir machen, ist wirklich coole Technologie. Also vielleicht machst du einen guten Job und ich mache noch keinen guten Job. Ich muss praktisch mehr der Öffentlichkeit davon überzeugen, dass Raumfahrt eine gute Sache ist. Und ich glaube, das ist die Aufgabe aller Raumfahrtbegeisterten. Also von daher. Aber ich glaube auch, es gibt einen Generationswechsel. Also ich glaube, wir kommunizieren auf ganz anderen Kanälen und von daher ist es auch wichtig, so eine Publicity wie durch dich zu haben an der Stelle, um einfach tolle Ideen nach draußen zu tragen und sie bekannt zu machen. Ja, cool. Danke. Ich habe mir so einen Stichpunkt gesetzt, der passt da so ein bisschen rein. Also ne, die von wegen, dass aktuell viele Impulse irgendwie aus den USA kommen. Und dass ich manchmal, wenn ich so die Nachrichten im europäischen Raum verfolge, das Gefühl habe, dass viele auf die Politik schielen und sagen von wegen, ja, dass die Politik muss diese Ziele setzen, und wo ich in den USA auch Unternehmen sehe oder Bestrebungen sehe, von wegen, dass dieser Drive auch aus der Industrie kommt. Also nicht, dass die Industrie sagt von wegen, ja, Politik geht vor und wir führen auch, sondern dass es Unternehmen gibt oder Geschäftsmodelle, die sagen, hier, das wird in der Raumfahrt möglich sein und wir gehen da jetzt voll rein mit unserem Geld und wir wollen das umsetzen, weil wir können damit gut Geld verdienen. Ist da meine Einschätzung falsch oder wie ist da deine? Nee, ich teile deine Einschätzung. Das ist nicht die Aufgabe nur der Politik und auch nicht der Agenturen. Das ist auch die Aufgabe der Industrie. Und wie gesagt, ich glaube, uns mangelt es nicht daran, dass wir eine klare Vision formulieren können, dass wir wissen, was strategisch wichtig ist und was wir umsetzen wollen. Aber ich glaube schon, dass die Aufgabe der Politik als auch der Agenturen ist, die richtigen Randbedingungen zu formulieren, unter denen Unternehmen dann auch im freien Markt agieren können. Und auch wenn ich mir die US-amerikanischen Projekte angucke, wie das HLS oder andere Missionen oder das Lunar Payload Missionsprogramm, da ist doch sehr viel Geld, was am Anfang investiert wird, um halt die Startrisiken zu überwinden und dann die Forderung an die Industrie auch selbstständig weiterzumachen. Und ich glaube, so ein Konzept könnte hier in Europa funktionieren. Und wir sehen es ja, es geht mehr Richtung Kommerzialisierung, es geht mehr Richtung Services einzukaufen in Zukunft. Und ich glaube einfach, wenn die Rahmenbedingungen da sind, dann werden wir als Industrie mit Sicherheit unseren Part spielen. Und für uns ist wichtig, dass wir Raumfahrt betreiben, ja, das ist Begeisterung. Also wenn wir nicht Raumfahrt betreiben und davon fasziniert sind, wir dann. Du hast es angesprochen, HLS, Human Landing System, also im Prinzip das Gegenstück zu Orion ESM, also das Landesystem, was im Prinzip das Gegenstück zum Apollo-Mondlander ist, was dann halt wirklich, du hast gesagt, die erste Frau und den zweiten Mann oder mit einem Mann zum Mond bringen wird. Und das ist in der ersten Instanz an SpaceX gegangen und mit Starship. Also das heißt, diese Riesenrakete, die Elon Musk mit SpaceX umsetzen möchte, die muss funktionieren, sonst wird's dieses HLS, was momentan projektiert ist, wird's wohl nicht geben. Größte Rakete aller Zeiten, extreme Leistungswerte und in der Community wird so ein bisschen gemunkt, wenn das HLS auf dem Mond landen kann, dann braucht man eigentlich diese ganze Infrastruktur, die sonst gebaut wird, die Orion, ISM und SLS nicht mehr. Ist das bei euch ein Thema oder ist es bei der ESA Thema? Oder, Also ich teile deine Gedanken und mach sie mir natürlich auch. Ich glaube, rein vom technischen Aspekt hast du absolut recht, wenn das HLS funktioniert und diese Aufgabe übernimmt, die es übernehmen soll, dann könnte es eigentlich die Mondmission alleine abdecken. Ich glaube allerdings auch, dass es rein programmatisch betrachtet, von den Risikoerwägungen aus betrachtet, nicht sinnhaft ist, tatsächlich nur einen Provider zu haben. Ich denke, dass man mit der SLS eine Alternative hat, dass man mit dem Orion-System ein tolles Spacecraft hat, was viele Funktionen übernehmen kann. Und am Ende aller Tage glaube ich auch, dass beide sich ergänzen werden. Und das, was ich sehe in der Raumfahrt, und so war es auch die letzten, ich würde fast sagen, 50, 60 Jahre so, ist, dass die Raumfahrt doch wirklich ein Gemeinschaftsprogramm ist, wo Nationen friedlich zusammenarbeiten, um große Missionen zu stemmen. Und ich glaube, gerade was man bei Orion sieht, Zusammenarbeit zwischen Europa, zwischen den USA, ist einer der Anker, die auch dieses Programm absichert. Und die sicherstellt, dass halt viele Nationen daran beteiligt sind, begeistert sind und dazu beitragen. Also ich glaube, rein technisch betrachtet hast du recht.
aus den makroökonomischen Gesichtspunkten würde ich sagen, es ist gut, immer Competition zu haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite tatsächlich auch Backup-Solution zu haben. Und ich glaube, beide ergänzen sich in der Tat. Raumfahrt, wir machen das schon eine ganze Zeit lang. Apollo-Mondlandung in den 60er Jahren. Wir jetzt mit Artemis mit dabei auf dem Weg zum Mond. Du bist auch schon eine ganze Zeit lang in der Raumfahrtindustrie. Also ich glaube, fast ein Vierteljahrhundert oder so bist du da dabei. Wolltest du da immer hin? Also war das so von irgendwie einem Kindheitstraum, dass du sagst, Raumfahrtindustrie, das ist deins? Oder bist du da reingestolpert? Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich habe es von Anfang an, ich wollte eigentlich Pilot werden. War es dann auch eine Zeit lang. Und bin dann allerdings, habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Und mein erstes Praktikum damals in der Raumfahrt hat mich davon überzeugt, dass das der Weg ist, den ich weitergehen möchte. Und ich kann auch sagen, diese 25 Jahre, und das sind in der Tat tatsächlich ein Vierteljahrhundert, also ich kann dir keinen Tag nennen, wo es wirklich langweilig war oder wo wir nicht tolle Sachen erlebt haben. Ich meine, in jetziger Zeit solche Missionen zu leiten, solchen Bereich zu leiten, das ist ein Privileg. Also das schreibt Geschichte und von daher kann ich echt sagen, es ist Faszination pur. Okay, das Geschichtsträchtige, das ist uns, glaube ich, klar jetzt mit Artemis und ich hoffe, dass wir das auch ein bisschen mehr weiter rausbringen, nicht nur in der Hardcore-Community, sondern dass im Prinzip sich der Rest der europäischen Bevölkerung auch noch mehr anstecken lässt von diesem Drive und dieses Geschichtsträchtige, was jetzt da hoffentlich kommt. Aus deiner Erfahrung heraus, außer diesem, dass es jetzt dieses Geschichtsträchtige zum Mond gibt, hat sich da gravierend was geändert in der Raumfahrt? Also ich meine, es ist jetzt ja wirklich ein langer Zeitraum, also wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt ganz anders als noch irgendwie vor 20, 25 Jahren? Also absolut. Es tut sich zurzeit, zumindest über die letzten 5 Jahre, relativ viel in der Raumfahrt. Es ändern sich die Motive, weswegen wir Themen tun. Es ändern sich die Inhalte, was wir tun. Es geht nicht mehr um Prestigedenken, was lange Zeit in der Raumfahrt halt vorgehalten hat. Es gibt nicht nur die USA und es gibt nicht nur Russland, sondern es gibt insgesamt mehr als 60 Nationen, die friedlich Raumfahrt betreiben. Also von daher, es ändert sich ungemein viel. Es sind große Industrien, es sind Startups drin und es entsteht gerade ein Ökosystem, was ich glaube, der Raumfahrt extrem gut tut. Und ich glaube, das Einzige, was tatsächlich all diese Bereiche, die Raumfahrt betreiben, eint, ist, dass sie davon überzeugt sind, dass Raumfahrt Zukunft ist, dass es Hochtechnologie ist und dass es wichtig ist für unser Leben auf der Erde von morgen. 25 Jahre, heute in eine andere Welt. Wir werden immer älter und es ist, man hört es immer von wegen Fachkräftemangel, ob das Maschinenbau ist, ob das Luft- und Raumfahrt ist. Habt ihr ein Erfolgsrezept, wie man irgendwie junge Leute irgendwie in die Luft- und Raumfahrt reinzieht oder ist das ein Problem aktuell bei euch? Also ich würde sagen, es gibt zwei Antworten auf deine Frage. Das eine ist natürlich, dass Raumfahrt per se und Luftfahrt als solches total junge Menschen begeistern. Ja, und ich glaube, das ist auch die Verantwortung von uns und das sehe ich auch als meine Verantwortung, junge Menschen einfach zu begeistern, ihnen das Gefühl zu geben, es lohnt sich zu träumen und auch verrückte Träume zu träumen, zum Mond zu fliegen und dann vielleicht zum Mars. Aber rein faktisch betrachtet ist es natürlich, dass in den Industrien ein Kampf um die Talente vorherrscht an der Stelle. Ich denke, bei Airbus sind wir ganz gut situiert. Wir haben insgesamt bei Airbus 140.000 Mitarbeiter. Wir haben bei Airbus Defence and Space knapp 30.000 Mitarbeiter. Und das Gute ist halt auch, dass die Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen natürlich zwischen den Nationen, zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen auch wechseln können. Aber wir haben intensive Kooperationen mit Universitäten, mit Hochschulen, mit Schulen insgesamt. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade auch stärker vorantreiben werden, ist auch die eigene Ausbildung. Also unser Ziel ist wirklich 5-6% von neuen Mitarbeitern selber auszubilden, um sie halt tatsächlich im Konzern hochzuziehen und dann auch in Verantwortung zu bringen. Ich habe heute schon ein paar Mal das Wort Apollo gesagt und weil es einfach für mich, ja, ich glaube, Apollo hat mich so ein bisschen zur Raumfahrt gebracht. Ich hatte irgendwann ein Buch gelesen, es war, glaube ich, sogar auch noch ein Kinderbuch, wo halt einfach die Saturn-5-Rakete drin war und irgendwie für mich sah so eine Rakete aus und irgendwie dieser abgefahrene Gedanke, irgendwie es geht zum Mond. Und ich habe wirklich tatsächlich das Gefühl, wir sind halt wirklich an der Schwelle, die nächstgroßen Dinge in der Raumfahrt zu erreichen. Und erträume da ganz viele Dinge und frage mich dann manchmal, wenn man in der Industrie wirklich drin arbeitet, hat man dann auch diese Träume oder gibt es dann so Punkte, wo du sagst, oh, das wäre jetzt was,
dass du dir unbedingt irgendwie noch miterleben möchtest, was irgendwie technologisch eigentlich möglich ist, aber nur noch der Push irgendwie fehlt? Also das, was wir jetzt gerade vorbereiten, Mission zum Mond, also ich träume wirklich davon, was ich vorher gesagt habe, dass es eine Mondökonomie gibt. Dass Flüge vom Mond zur Erde und vice versa, dass sie einfach zum Standard gehören, dass man in der Lage sein wird, auf dem Mond zu leben und vielleicht vom Mond dann zum Mars aufzubrechen. Also ich finde, wir legen gerade die Grundsteine dafür, was in den nächsten Jahren passieren wird. Und ich bin der Meinung, dass bis Ende des Jahrzehnts noch viel passieren wird und dass Artemis, der Start von ASM-1, gerade erstmal der Anfang ist. Also eine fantastische Zeit, die richtige Zeit und furchtbar viel Enthusiasmus. Das sind, glaube ich, schöne Schlussworte. Ich finde noch ganz schön, ich komme ja aus dem Schiffbau und es gibt sehr, sehr viele historische Schiffe, die den Namen Bremen getroffen oder den Namen Bremen tragen und das erste Modul von Artemis, das heißt ja auch ESM, heißt Bremen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Name und ich glaube auch ein Name, der dem Raumschiff Glück bringt. Marc, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein total spannendes Gespräch und ich hoffe, genau wie du, dass diese großen Dinge in der Raumfahrt passieren und diese Mondökonomie finde ich auch total spannend und ich glaube, dass das halt auch einen neuen Drive vielleicht entwickeln könnte, um da große Dinge lostreten könnte. Ja, vielen, vielen Dank und ich drücke die Daumen und wenn ihr das nächste große Ding habt, was ihr vorstellen wollt, sagt mir Bescheid, dann will ich unbedingt darüber berichten. Also wir haben uns auch super gefreut, hat furchtbar viel Spaß gemacht und du bist jederzeit herzlich willkommen. Yay. Und wir werden dich mit Sicherheit mit einbinden in all den spannenden Missionen, die wir machen. Naja. Jederzeit wieder. Cool. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir und immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.